So, meine Freunde, herzlich willkommen zu The Journey. Wir werden eingewechselt für IU, der sich verletzt hat. Beeindruckend im Boss, 7,0, 5-2 Kämpfe und mindestens ein Unentschieden sollen wir hier rausholen aus dieser Partie. Okay, kriegen wir hin. Obiang geht vorbei. Guter Ball auf Payet. Payet? Payet? Ich weiß es nicht mehr genau. So. Da ist Alex Hunter und er macht das Tor. Nach keinen 2 Minuten die erste Ballberührung landet im Netz. Was für ein Spiel. Hier schön gesehen und dann die Direktabnahme landet im Tor. Alex Hunter in der 56. Minute mit dem Treffer. Payet sieht da Hunter wieder starten. Hunter lupft das Ding zum 2:0 ins Tor. Alex Hunter. Und das war's. Wir gewinnen gegen Real Madrid mit 2:0 durch die Tore von Alex Hunter. Unglaublich. Das hätte ich so nie erwartet. Super Tor, du hast den Keeper vorne überlistet. Bei dem direkt am hast also Fehlschüsse, bla bla bla. Gut. Alle Testspiele gewonnen, alle 2:0. Also das war ein erfolgreiches Wochenende. Letztes Vorbereitungsspiel. Dass es kein Sieg geworden ist, ist sicher enttäuschend. Sí, bueno. Queremos ganar siempre. Es una temporada larga. Somos un equipo grande. Y queda mucho todavía. Hat die Verletzung eine wichtige Rolle gespielt? Sí, tuvo mucho, pero Alex Hunter tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido. Real Madrid, Mann. Ich weiß, Mann. Ich kann's auch nicht glauben. Hey, das war richtig gut, Mann. Ich kann nicht glauben, dass wir auf demselben Rasen waren wie die. Die sehen im echten Leben ganz anders aus, oder? Ja, vor allen Dingen spielen die auch sehr viel besser. Ja. Weißt du, was so abgefahren ist? Gestern noch spielen wir in Ab 14 Klappem und heute spielen wir gegen Los Blancos vor den Augen von zehntausenden verrückten Fans. Gewöhn dich dran, Mann. Wir sind jetzt mittendrin. Nachdem unser bester Mann ausgefallen ist, wer weiß, wie lange wir jede Abwehr der Premier League abzocken werden. Du machst die Pässe, ich die Tore. Wir zwei sind nicht zu stoppen, Alter. Ist fast wie Telepathie. Ja, die neuen Rooney und Ronaldo, Mann. Shearer and Sutton, SAS. Du Nerd. Euer Selbstbewusstsein ist super. Aber in Mathe schwächelt ihr etwas. Bitte was, Toro? Meiner Berechnung nach ist derzeit nur einer unserer Spitzenstürmer verletzt. Und 2 für einen funktioniert nicht. Sicherlich mache ich den Anfang. Klar, Mann. Wenn wir verlieren wollen. Hat jemand meinen Ball gesehen? Was willst du mit dem Opa-Ball beim Training? Glücksbringer, wo ist der? Er war in meiner Tasche. Ja, ja, wirklich lustig. Gib ihn wieder zurück. Den? Willkommen im Team, Alex. Wir sind im Team, Mann. Meinen Glückwunsch. Habt ihr verdient. Ach, danke. Gracias. Oh, oh mein Gott. Wir stehen im Team, Mann. Ja. Los. Ja. Lauf. Kommt schon, Leute. Ja, du musst immer aufpassen, ja. Weißt du? Oh.
Ich flippe total aus. Ich glaub's einfach Wahnsinn. Nicht. Das ist unfassbar. Ich weiß es nicht. Das erste Trikot vergisst du nie. Okay, Leute. Ihr wisst sicher, wie wichtig ein erfolgreicher Start ist. Gebt alles, was ihr könnt. Arbeitet miteinander und die Torchancen kommen. Die Aufstellung des Teams kennt ihr. Walker, du gehst voran. Hunter und die anderen Ersatzspieler halten sich bereit. Ihr seid hier nicht in den Ferien. Legt los und zeigt den Fans, was wir können, okay? Holen wir uns den Dreier, hm? Dann wollen wir mal. Los jetzt! Wir sind dran, Jungs! Die Startelf in den Tunnel! Ersatzspieler auf die Bank! Ich will Entschlossenheit sehen! Hunter, aufwärmen. Der Trainer will dich hinter der Viererkette. Die Innenverteidiger schwächeln. Komm übers Tempo. Geh dahinter, okay? Bist du bereit? Ich will einfach nur spielen. Dein Mut gefällt mir. Denk an unsere Worte. Disziplin, okay? So. Zeit für Alex Hunter, sich zu beweisen. Er muss 7,0 erreichen, 10 erfolgreiche Pässe und das Spiel gewinnen. Walker geht raus, wir kommen rein. Los geht's. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Kuyate mit dem Foul Sturridge kann hier den Führungstreffer schießen. Aber Kuyate macht seinen Fehler wieder gut. Er wird gefoult. Kuyate wird gefoult. Und jetzt lassen wir natürlich Alex Hunter schießen. Und er macht's. Hunter! Was zur Hölle macht dieser Junge da? Lanzini hat das Auge für Feguli. Feguli, da ist es. Das ist die Entscheidung. Sieg gegen Liverpool. Unglaublich. Und damit beenden wir diese Folge. Bis dann und tschüss.